Was macht uns glücklich? Eine spannende Frage. Dieser wichtigen Frage habe ich in der Ausgabe 02/2014 der Zeitschrift Noch Erfolgreicher 2 Seiten gewidmet, vielleicht sogar 3 oder 4. Wir arbeiten gegenwärtig dran und ich werde Ihnen gleich jetzt erzählen, was mich glücklich macht. Gleich nach dem Vorspann. Hier ist die Alex Rouge Show. Für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex S. Rouge. Jetzt sind Sie sicherlich schon gespannt zu erfahren, was mich glücklich macht. Ich habe lange darüber nachgedacht, als ich in Amerika war. Und ich kam zum Schluss, was mich glücklich macht, ist Fortschritt. Ich bin glücklich, wenn eine neue Website in der Rouge Firmengruppe online geht, wenn ein neuer Prospekt auf die Post geht, wenn eine neue Kampagne startet, wenn dann Bestellungen reinkommen. Das macht mich glücklich. Ich bin im Flow, wenn ich hier sitze und etwas texte, einen wichtigen Werbetext. Das macht mich glücklich. Was macht Sie glücklich? Vielleicht schreiben Sie mir ja auch drüber. Ich bin eben gerade gegenwärtig dabei, diesen Artikel zu verfassen. Ich habe schon diverse VIPs angefragt, auch prominente Autoren, Unternehmer, Manager. Ich bin schon sehr gespannt, was daraus entstehen wird. Ein wirklich spannendes Thema. Übrigens, Sie haben vielleicht schon gehört, wir feiern im Jahr 2014 20 Jahre Rouge Verlag. Ja, 20 Jahre Rouge Verlag. Im Februar 1994 haben wir sozusagen den Grundstein gelegt. Wir haben angefangen mit der Produktion des ersten Hörbuches. Das erste Hörbuch kam dann heraus im September 1994. Das ganze Jahr 2014 wird es Highlights geben, Promotions geben und so weiter. Falls Sie noch nicht auf unserem E-Mail-Verteiler sind, sollten Sie sich unbedingt dort drauf setzen lassen auf rouge.ch/impulse. Ich kann Ihnen versprechen, 2014 wird ein großartiges Jahr werden. Diesen Teil der Alex Rouge Show drehen wir mit 2 sogenannten GoPro-Kameras in meinem Auto. Zum ersten Mal setzen wir diese Kameras ein. Heute im Rahmen des Alex Rouge Video Workshops. Man muss immer mal die Möglichkeiten der Technik maximal nutzen und ausreizen. Und ich möchte mit Ihnen heute über sogenannte Audioprospekte reden. Das Problem ist ja, dass viele Leute keine Zeit haben oder keine Lust oder keine Motivation haben, einen Prospekt zu lesen. Einen 10-seitigen, 15-seitigen oder 20-seitigen Prospekt. Aber manche Sachen sind erklärungsbedürftig und da braucht es einen umfangreichen Prospekt. Und somit wäre es vielleicht sinnvoll, ab und zu einen Audioprospekt herauszubringen. Ein Audioprospekt, das ist im Prinzip ein Prospekt, der von einem oder mehrerer Schauspieler vorgelesen wird. Ich habe das schon früher gemacht, schon vor Jahren bei bestimmten Ratgebern, wie zum Beispiel beim Ratgeber 14 Marketingfehler. Den gibt es als PDF-Dokument, aber auch als Audio gelesen von mehreren Schauspielern unter marketingfehler.com. Und neu habe ich es jetzt auch gemacht für den Prospekt des MIM-Intensivprogramms unter www.mim-intensivprogramm.com. Den umfangreichen Prospekt ließ ich von mehreren Schauspielern lesen und auch den neuen Gipfelstürmergruppe-Prospekt unter www.alexrouge.com/gipfel habe ich auch von mehreren Schauspielern lesen lassen, denn es ist wirklich sehr erklärungsbedürftig. Es gibt so viele Sachen, die wir da bieten in unseren Mitgliedschaften. Da braucht es einfach einen Audioprospekt und nicht einen Prospekt, der von mir gelesen wird, sondern von mehreren Schauspielern, wirklich gute Hörbuchsprecher, damit es auch packend ist, damit man es sich auch mehr als einmal anhört, insbesondere bei Sachen, die erklärungsbedürftig sind. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich polarisiere. Zumindest in den letzten paar Jahren war das der Fall. Und ich kann Ihnen eines verraten. Seit ich so extrem polarisiere, verdiene ich viel mehr Geld als früher. Es zahlt sich schon aus. Vor ein paar Tagen habe ich eine E-Mail bekommen von Professor Dr. Lothar Seiwert. Er schrieb mir, es hätte einen Beitrag gegeben im deutschen Privatfernsehen auf Tele 5 in der Sendung Rüttens Bullshit. Und da wurde ich auf die Schippe genommen.
Zunächst war ich etwas beunruhigt, ich habe mir das dann angeschaut und ich kam zum Schluss, es ist recht harmlos, sogar noch lustig, ich musste sogar lachen. Ich habe es dann auch hier in einem Seminar mal gezeigt, die anderen mussten auch lachen. Und was vor allem noch bedeutend ist, wenn man sich die Website mal anschaut von diesem Sender, wer sonst noch in der Sendung war von Rüttens, da war zum Beispiel Boris Becker, Franz Beckenbauer, Horst Seehofer, Markus Lanz und so weiter, also viele Prominente. Und somit fühle ich mich regelrecht geehrt, dass auch ich ausgewählt wurde, um auf die Schippe genommen zu werden. Das zeigt schon, dass mein Marktwert nun Schritt für Schritt steigt. Und ich sage immer, besser polarisieren als langweilig sein. Und jetzt noch so als Gegenpol zu diesem Beitrag betreffend auf die Schippe nehmen. Ein Zuschauerfeedback, ein positives Zuschauerfeedback, ein Fan der Alex Rouge Show. Er schrieb, hallo liebe Kollegen der Alex Rouge Firmengruppe, ich bin sehr begeistert von der Alex Rouge Show. Es werden monatlich tolle Inhalte vermittelt, was für mich ganz besonders ist, da ich ein neues Mitglied bin, ich kann mir täglich eine Alex Rouge Show angucken. Das mache ich immer morgens zum Frühstück und diese motiviert mich sehr. So kann ich mit voller Euphorie in den Tag starten und werde immer wieder daran erinnert, meinen Talisman auf PGH zu halten. Vielen Dank für die tollen Inhalte. Freut mich sehr, dass er so begeistert ist. Ich hoffe, Sie sind auch begeistert von der Alex Rouge Show. Wenn Sie noch eine höhere Dosis haben möchten, können Sie sich auch die Sendung Rouge exklusiv anschauen. Am 15. von diesem Monat gibt es wieder eine neue Folge Rouge exklusiv. Exklusiv für unsere Mitglieder unter noch-erfolgreicher.com/turbo. Und falls Sie noch nicht Mitglied sind, können Sie diesen Zustand ja ändern, indem Sie auf alexrusch.com/stufen gehen. Sie haben sicherlich gemerkt, ich bin nicht mehr in Kalifornien, sondern ich sitze hier an meinem Schreibtisch in der Schweiz. Es ist draußen ziemlich kalt. Ich merke es auch hier ein wenig an meinem Hals. Die letzten drei Folgen habe ich ja in Kalifornien gedreht. Und die nächste Folge werde ich dann auf Teneriffa drehen. Genau gesagt bin ich jetzt auf Teneriffa, denn diese Folge hier haben wir vorproduziert. Nun, ich denke, dass bei Ihnen wahrscheinlich auch bereits die Ausgabe 01 2014 der Zeitschrift noch erfolgreicher angekommen ist oder die Zeitschrift wird in ein paar Tagen ankommen. Und darin gibt es unter anderem einen Artikel von Markus I. Reinke, dem bekannten Verkaufstrainer, der auch schon bei mir Co-Moderator war, auf der Seite 46-47. Und darin spricht er unter anderem von einem Artikel von mir mit dem Thema Planting Seeds. Er zitiert aus diesem Artikel und er hat auch gesagt, er hat sich diesen Artikel aufgehängt an die Wand in seinem Büro. Das sehen Sie auch hier im Einspieler. Ich habe ihn gebeten, mir ein Foto davon zu schicken. Und ich kann mir vorstellen, dass Sie vielleicht auch diesen Artikel gerne lesen würden. Ich mache Ihnen ein Geschenk. Ich habe soeben diesen Artikel gratis online gestellt auf alexrouge.com/erfolg, damit auch Sie von diesem Artikel profitieren können, falls Sie damals noch nicht Abonnent waren der Zeitschrift noch erfolgreicher. Und jetzt zum Schluss noch zwei Statements von zwei Teilnehmerinnen des Lehrgangs zum Rouge Marketing Diplom Stufe 3. Das erste Statement kommt von Cornelia Scherbaum. Sie schrieb unter anderem: Insgesamt fahre ich mit dem Gefühl nach Hause, dass ich viel verpasst hätte, wenn ich nicht gekommen wäre. Als Hintergrundinformation muss ich vielleicht noch sagen, Frau Scherbaum wollte kommen. Sie hat auch schon vor 4 Monaten gesagt, sie wird probieren zu kommen, aber sie hat sich dann doch nicht angemeldet. Und dann habe ich mal eine erste E-Mail an sie geschickt, vor ein paar Monaten, dann aus Amerika, vor ein paar Wochen eine zweite Mail. Sie hat dann immer noch nicht reagiert und dann etwa eine Woche oder vielleicht sogar nur 3-4 Tage vor dem Lehrgang habe ich dann noch eine dritte Mail geschrieben, denn ich wusste, dieser Lehrgang ist für sie wichtig, sie kann stark davon profitieren und somit ist es meine Verpflichtung als Unternehmer und auch als Verkäufer und als Markter, den Kunden die nötigen Impulse zu geben, damit sie die richtige Kaufentscheidung treffen. Sie hat sich dann angemeldet, ungefähr einen Tag vor dem Seminar und offensichtlich, aufgrund des Statements sehen Sie, sie ist sehr zufrieden, sie konnte stark von diesem Seminar profitieren und wird jetzt noch erfolgreicher.
Dann das zweite Statement kommt von Franziska Ebmertinger. Sie hat ebenfalls dieses Seminar besucht, dieses dritte Seminar im Diplomlehrgang, und sie schrieb: Ich habe sehr viel gelernt und jede Minute war spannend. Das ist übrigens auch immer mein Ziel bei jedem Seminar. Ich möchte, dass jede einzelne Minute lehrreich und spannend ist. Das ist auch der Grund, warum ich viele Sachen integriere, warum ich Co-Moderatoren einsetze, warum wir eine gute PowerPoint haben, warum wir Props einsetzen und so weiter, damit wirklich jede Minute oder zumindest jede 5-Minuten-Einheit spannend ist. Es darf nie langweilig sein. Nun, ich hoffe, dass auch diese Folge der Alex Ruh Show für Sie spannend war. Vielleicht schreiben Sie mir ein Feedback auf alexrusch.com/feedback. Und meine große Bitte, empfehlen Sie meine Show weiter. Und besuchen Sie mal wieder den Ruhshop auf ruschverlag.com. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns spätestens wieder am 1. des nächsten Monats. Bis dann, tschüss!